Jedes Monat besucht ein anderer außergewöhnlicher Gastkoch den Salzburger Hangar 7, um seine Gerichte zu präsentieren. Diesen Februar ist es der spanische Zweisterner Fernando Pérez Arellano. Er verzichtet bewusst auf dogmatische Küchenphilosophien, Trends oder Hypes. Hauptsache, es schmeckt. In seinem aktuellen Menü spielt vor allem Tintenfisch in mehreren Variationen eine große Rolle. Sein spektakulärer Signature-Dish Bio-Ei-Tintenfisch-Tapioca ist ein zeitloser Klassiker. Dabei kombiniert der Spanier gekonnt seine mediterrane Ader mit seinen französischen Lehrjahren. Im Inneren des Eis befindet sich ein sehr üppiges Tintenfisch-Ragout, gemischt mit Eigelb. Das Äußere ist ein Mix aus Tintenfisch, Jakobsmuscheln und der üppigen Tintenfischbrühe. Dann wird es flach gedrückt und um das Eigelb und die Eintopfmischung gewickelt. Das filigrane Konstrukt wird zusammengezupft, damit es keine Falten hat, und schließlich genau 10 Minuten gegart. Wenn das auch nur eine Minute zu lang im Ofen gart, platzt es auf und der Teller ist hinüber. Hier haben wir die Tapioca, die wir in derselben Tintenfischbrühe gekocht haben. Vollendet wird das Gericht mit einem schönen, knusprigen Reis. Das zweite Gericht nennt sich Samphora. Unter dem Namen verbirgt sich in der feinfühligen Menüdramaturgie eine wahrhaftige Geschmacksoffenbarung. Basierend auf einer valencianischen Suppe wird ein Püree aus Kartoffeln, Öl und Oktopus gemeinsam mit einem Eintopf aus geschmortem Oktopus, Knoblauch und grünem Paprika serviert. Darüber kommt ein kräftig würziges Espuma und sogar noch ein geflammtes Oktopus-Carpaccio. Aber der Spanier erklärt es Schritt für Schritt und auf den Punkt gebracht. Ich bin gerade dabei, eines unserer klassischen Gerichte, Samphora, zuzubereiten. Wir nennen das Gericht Samphora, weil es diese krugartige Form hat und mit Oktopus zubereitet wird. Also im Grunde genommen ist es ein Oktopus-Eintopfgericht mit Knoblauch und Paprika. Hier haben wir ein Püree, das mit den Ölen und den Flüssigkeiten des gekochten Oktopuses und Kartoffeln gemacht wird. Und das ist ein einfacher Eintopf von dem Oktopus mit etwas Zwiebel und grünem Paprika. Der Hauptbestandteil dieses Gerichts ist ein Espuma vom gekochten Oktopus. Wir haben etwas Knoblauch und etwas grünen Paprika angebraten und es mit Cayennepfeffer gewürzt, sodass es eine leichte Würze hat. Und das hier ist der Oktopus selbst, der zu einem Carpaccio verarbeitet wurde. Er wird leicht angegrillt, damit es den Geschmack der Flamme bekommt. Hier legen wir nun ein kleines Bein des Oktopus hin. Es wird zuerst gekocht und dann angebraten. Und zum Abschluss obendrauf geben wir ein paar Croutons. Und so wird es dem Gast dann schließlich am Tisch präsentiert. Im Grunde genommen ist es ein schaumiger Oktopus-Kartoffeleintopf.